Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5, weiterhin im Atlantikwall in Colin-sur-Mer, in diesem kleinen Dörfchen hier am, naja, Ufer kann man fast sagen. Hier geht die Stadt anscheinend noch ein bisschen weiter, man sieht hier noch die letzten Umrisse, aber auch hier ist dann wieder ein Meer zu finden. Ja, den Großteil der Stadt, den haben wir schon kennengelernt in den letzten Folgen. Wir waren hier oben, wir waren hier schon, wir haben uns das Hotel angesehen, die Kirche in der letzten Folge und jetzt geht's hier weiter mit dem Rest dieser Stadt. Wir haben hier die Hauptmission, den Resistance-Unterschlupf finden, das ist eines unserer Ziele, aber nicht alle, denn wir müssen auch den Stefan Beckendorf finden und töten. Gefunden haben wir ihn schon, der ist immer wieder hier in Colin-sur-Mer in diesem Dörfchen unterwegs in seinem Kübelwagen. Nicht alleine, ein Fahrer und eine persönliche Begleitung sind mit dabei, also drei Leute sind es insgesamt. Und ich würde den gerne töten, wenn wir irgendwo hier eine Mine platzieren können. Wenn das funktioniert, hätten wir alle drei erledigt. Das würde ich gerne machen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber wir haben eben auch, wie gesagt, noch eine weitere Hauptmission und auch hier ziemlich viel zu finden. Das müssen wir definitiv alles mal in dieser Folge nachholen. Aber davor werden wir uns mal schauen, welche Fähigkeiten wir hier noch zur Verfügung haben. Wir haben einen Punkt und können mal gucken, wo wir den jetzt ausrüsten werden. Hier im Kampf möglicherweise. Was haben wir denn da? Oder vielleicht doch da hinten beim Körper. Wie sieht's denn da aus? Gesundheitsboost 1 brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Wir halten uns meistens eh ziemlich zurück. Die Fokusreichweite erhöht deine Reichweite, wenn du dich konzentrierst. Klingt gut. Oder das Cardio-Training. Senke durch Sprinten erhöhten Puls. Oder die rasche Erholung. Gesundheitsregeneration beginnt früher. Würde ich ehrlich gesagt eher mal zum Cardio-Training wechseln. Dann können wir länger sprinten und wahrscheinlich auch den Puls ein bisschen niedriger halten als bisher. Wählen wir mal und als nächstes dann vielleicht die Fokusreichweite. Ist bestimmt ganz nett. Und irgendwann mal sollte man schon, dass wir bei der Ausrüstung auch noch was machen. So. Na gut, dann gehen wir mal hier nach unten. Den Teil der Stadt, die letzten Häuser, die hier noch zu finden sind, beziehungsweise dann der Weg nach da oben. Das gucken wir uns dann an, wenn wir dort lang wollen. 17.000... kostet so ein Auto. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesehen. So, und jetzt sind wir mittlerweile angekommen an der Küste. Notre allié, Herr Beckendorf, mène des perquisitions maison par maison à la recherche de terroristes de la résistance. The bunker's gonna be hell for our boys landing on the beach. Taking it out will make their lives easier. So, da haben wir aber auch ein paar Soldaten. Wilfried Hartmann steht hier beispielsweise, poliert zwanghaft ständig seine Stiefel und er ist nicht alleine, Oskar Hagemann begleitet ihn, kann es kaum erwarten, den nächsten Brief von seiner Verlobten zu erhalten. Wir haben da vorne einen Alarm. Also da geht's rund. Und hin und wieder mal der Herr Beckendorf, der hier so seine Runden dreht. Also das kann spannend werden. Da ist noch ein weiterer Soldat. Das ist Anselm Berger. Hat miterlebt, wie sein bester Freund auf offener Straße von der Resistance erschossen wurde. Okay. Das heißt, der hat natürlich jetzt einen besonderen Groll auf uns. So, mal ganz kurz die Seiten wechseln. Was haben wir denn da? Traitor. Kennen wir. Haben wir alles schon mal gesehen? Wo würden wir hier hinkommen? Ich glaube, da, wo der kleine Durchgang war, den haben wir ja auch schon mal gesehen. Da hätten wir ein bisschen was zum Verstecken. Das wäre zumindest mal ein Punkt, den wir im Gedächtnis uns behalten sollten. Da sind wir damals raufgekommen. Da würden wir wieder runterkommen. Ein weiterer kleiner Durchgang, um einen schnellen Weg darüber zu schaffen. Jeune Français allait travailler en Allemagne pour sauver la France Nouvelle. Die jungen Franzosen sollen nach Deutschland reisen. Service du travail obligatoire. Um wahrscheinlich auch dort in den Krieg einzuziehen. Um eben das neue Frankreich zu erschaffen. Le Marschall de France, Chef de l'État, demande au peuple français, travail, patrie, famille. Soutenez les forces allemandes, il ne protégez les traîtres. Also die deutschen Soldaten schützen uns vor der Gefahr vor den Verrätern, collaborer avec les forces de l'ordre, il tranquant les menteurs, signaler les suspects, ils sont responsables des malheurs de la France Nouvelle. Also alle diejenigen, die möglicherweise verdächtig erscheinen, sollen gemeldet werden, weil die natürlich eine Gefahr darstellen für das neue Frankreich, das die hier aufbauen wollen. So, mal gucken, wo wir da hinkommen können. Épicerie Finn? Épicerie, was ist denn eine Épicerie? Ich habe keine Ahnung.
Da drüben ist der. Wir haben zumindest mal alle Soldaten entdeckt. Also alle die, die hier sind, sind alle. Mehr werden es nicht. Jetzt ist natürlich eine gute Frage, wie wir uns die hier alle holen können. Der hat einen Helm auf, der linke nicht. Mode, Mode, Mode für Frauen und Männer. Und da würden wir anscheinend wieder raufkommen. Rue de Louise, die kennen wir. Ja, da sind wir wieder. Da haben wir ja vorher auch ein paar Schlafen gelegt. Stimmt schon. Also wir haben eigentlich hier einige Möglichkeiten, um Leute zu verstecken. Etablissement des Soutien Financier Agricole. Also für Landwirtschaftsfinanzierung. Seit 1889. So, und jetzt haben wir vielleicht endlich die Möglichkeit, die anderen zu entdecken. Ah, scheiße. Oder die entdecken uns. Fuck. Oh nein. Oh nein, ich glaube, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jap, das Spiel ist, glaube ich, gerade abgeschmiert. Jap. Game cannot continue. Oh, okay, dann müssen wir es nochmal kurz neu starten. Sniper Elite Nummer 5, da haben wir es. Sorry. Steam konnte ihre letzte Speicherstelle nicht mehr der Steam Cloud synchronisieren. Warum denn nicht? Wenn sie jetzt spielen, verfügen sie jedenfalls nicht über den bisherigen Spielverlauf und können diesen dauerhaft verlieren. Warum? Warum wird hier nicht synchronisiert? Achso, jetzt wird synchronisiert. Okay, war ich zu schnell wahrscheinlich. So. Okay, warte mal ganz kurz. Ich werde das jetzt nicht beenden, aber ich schreibe mir das mal auf, dass ich dann vergesse, was ich rausschneiden muss. Zumindest vom Bild her. Sniper E5 0630 bis 0730. So. Dann geht's hier weiter. Spielen, die Kampagne, Kampagne fortsetzen und hoffentlich starten wir dort, wo wir gerade eben schon waren. Na, so ziemlich. Okay. So. Unser erster Absturz aber kann halt immer wieder mal passieren. Ich sag mal ganz kurz gucken, dass das alles wieder so passt wie vorher. Schaut gut aus. Okay. So, wo sind wir? Hier sind wir. Huh! Wie sieht mich der denn? Es kommt gleich der Beckendorf, habe ich das Gefühl. Naja, bin fertig, fahren wir weiter. Jetzt hält er da unten dann ganz bestimmt. Das ist definitiv keine leichte Angelegenheit hier. Definitiv nicht. Der guckt sich die Kisten dort an. Geht aber auch schon weiter. Der andere hätte das jetzt bestimmt bemerkt, wenn wir den dort niedergeprügelt hätten. Jetzt kommt der Beckendorf. Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Positionen, die wir bisher hatten. Es sind nicht viele. Aber das Problem ist, die beobachten sie alle gegenseitig. Alle ausrücken! Hier dürfen wir sie finden! So. Wen haben wir denn da jetzt überhaupt alle? Wir haben Bernhard Frey, hat in der Grundausbildung in Neuss und ist seitdem überpenibel. Wir haben den Stefan an sich und wir haben eine weitere Infanterieeinheit und zwar Herbert Anders, ein loyales Parteimitglied, kritisiert insgeheim Beckendorfs Methoden, führt seine Befehle aber noch immer ohne nachzufragen aus und ist anscheinend auch der Fahrer von dem Kübelwagen. Oh Gott. Und da haben wir Beckendorf höchstpersönlich, Steffen Beckendorf, gnadenloser SS-Offizier, mit von den Einheimischen Beckendorf der Schlechter genannt. So. Dann können wir ja zumindest mal rausfinden, wo der hier seine Runden dreht.
Und sobald er weg ist, holen wir uns die anderen. Das wird ihn dann hoffentlich überhaupt nicht wundern, wenn er jetzt gerade da ist und da sind drei Soldaten. Und dann kommt er wieder und es ist niemand mehr hier. Ich hoffe, der stellt keine Fragen. Das Gefühl? Mein Mikrofon ist nicht so gut aufgestellt. Na, wobei, sollte passen. So, die ziehen ab. Jetzt ist die Frage, sollen wir es riskieren und den da holen? Guckt er hier wieder rum oder nicht? Diesmal guckt er nicht rum. Wir sollten auf jeden Fall bei dem mit dem Helm anfangen, das ist schon mal klar. Bei dem sollten wir anfangen, dann holen wir uns den da. Und zum Schluss holen wir uns den auf der anderen Seite. Ich vermute mal nicht, dass der in den nächsten 2-3 Minuten hier wieder ankommt. Wir könnten natürlich auch hier fett rumballern. Ich habe dann das Problem, dass da nachher das Blut hier überall rumliegt. Und das ist wahrscheinlich noch auffälliger als einfach nur eine Waffe, die hier irgendwo am Boden rumkullert. Die sind so weit weg alle. Okay, jetzt wird er nach hinten kommen. Vielleicht können wir ja auch ihn erstmal holen. Ja, der guckt uns aber ganz genau an. Herr Beckendorf ist da oben. Der andere kommt gerade von hinten. Wie wir dieses Kriegsboot da hinten holen, ist mir ein großes Rätsel, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da habe ich noch... Oh, fuck. Okay. 20:06, das war ja gerade erst okay. Scheiße. Oh, jetzt ist der Beckendorf noch hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber jetzt dreht er gerade ab. So, der fährt weg. Und das heißt, theoretisch sollten wir uns jetzt den hier holen können. Ich spiele jetzt mal auf Risiko. Und nehme den einfach mal mit, in der Hoffnung, es sieht niemand. Und es sieht tatsächlich niemand. Na gut, dann hätten wir das ja vorher auch machen können. Gut, dass wir nochmal laden mussten, sonst wären wir jetzt immer noch bei drei Soldaten, die da unten ihr Unwesen treiben. Okay, da oben ist er jetzt. Dann werfen wir den mal hier ins Gras, da merkt das niemand. Denn die Leute, die im Gras liegen, die kann auch niemand wiederbeleben. Also, aufwecken eigentlich ja nur. Die leben ja noch, die sind ja noch nicht tot, die leben ja noch. Noch, wohlgemerkt. So. Dann holen wir uns hier mal Nummer 2. Macht nix, der soll das ruhig merken. Wir umrunden ihn. Mehr oder weniger. Jetzt haben wir doch ein bisschen Blut hier picken, aber der andere hat das zum Glück nicht mitbekommen. So, mal schnell mitnehmen. Merkt das wer? Nee, guck mal, überhaupt kein Blut hier. Sehr schön. Also wir sind einfach der perfekte Agent. Hinterlassen keine Spuren, alles ist gut. Da waren wir, glaube ich, gerade ein bisschen zu übermütig. Das hätten wir besser lösen können.
So, rein mit dir. Und zu guter Letzt, da oben bleibt er ja nochmal stehen. Der hat also doch seine fixen Standorte, wo er immer aussteigt. Einmal bei der Kirche, einmal hier unten, einmal da drüben und einmal da oben. Dann können wir den auch nochmal ganz kurz holen. Bevor es dann zu spät ist. Und dann sollten das alle sein. So, was guckt der da nach dem Boot? Das kommt heute nicht mehr. So. Okay. Das heißt, das nächste Mal, wenn der Herr Beckendorf hier ankommt, ist keiner mehr da. Und das wird ihn wahrscheinlich überhaupt nicht wundern. So, da hinten steht das Kriegsboot. Da ist ein schöner kleiner Marktplatz. Was haben wir denn da? Salon de thé, beurre au fromage, volaille, Wasser, Rotisserie, Sucre, de Saint-Domingue, Restaurant gibt's hier, Coiffeur, einen Friseur, ein Café und so weiter und so fort. Magazin, Geschäfte, Boulangerie, eine Bäckerei gibt's hier. Und eine schöne Statue. Eine Pharmazie, also eine Apotheke. Herboristerie, was auch immer das heißen mag. Vielleicht irgendwas mit Kräutern. Artikel, Pharmazeutik, Medikament. Also hier gibt es Artikel für Apotheke und eben auch medizinische Güter, die es eben normalerweise auch in einer Apotheke gibt. Man sieht sie hier. Fein säuberlich verpackt. Savon Depot. Manufacture à l'ancienne. Parfum avec soin. Pour une santé une hygiène de luxe. Also irgendeine spezielle Seife kostet 10,50 für Hygiene Deluxe. Eau de Régime. Dr. Gaston. N'ayez pas le foie de vous saigner la foie. Rein, vessie, foie. Pour se prévenir des affections du corps, la solution agréable vous est proposée par le spécialiste en matière, le Dr. Gaston avec l'eau de Régime. Disponible dans tout. Wo Pharmazie? Pharmazie. Irgendein spezielles Wasser oder so. Ich weiß nicht ganz genau, Hans, ich das jetzt nicht verstanden. Ich habe zwar Französisch gelernt, aber ja. Fuck. Wir sind hier fertig. Ja, das finde ich gut so. Der fährt ja alleine weg. Okay, weißt du was? Das müssen wir nochmal machen. Oh je, 20.10 Uhr. Ist aber schon lange hier. Haben wir da schon alle umgebracht? Huch, jetzt stehen wir mit ihm da. Oh nein, das ist der Vorletzte erst gewesen. Fuck, 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 fuck. Okay. Long grass. It's a better place to hide. Ja. Fuck, 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 fuck. Da waren wir dann noch ein bisschen zu auffällig beim Herrn Beckendorf. Da sieht man, was Fehler machen können. So, komm mit. Das Gute ist, wir brauchen uns da drüben jetzt nicht mehr wirklich was anschauen. Wir haben uns ja schon mal alles durchgelesen. So, der kommt hier rein. Zack. Leere Lunge brauchen wir jetzt eh nicht einsetzen. Wir haben jetzt sowieso keine Zeit für Snipern. Wir müssen uns noch mal schnell in der Apotheke umschauen, weil ich glaube, dort gibt es sogar die ein oder anderen Sachen, die wir mitnehmen können. Das wollte ich nämlich anschauen. Die Mentholine. Pastille ideal pour la gorge. Stimule et rafraîchit. Sans sucre ni alcohol. Weder mit Zucker noch mit Alkohol. Irgendwelche Tabletten. Irgendwelche Pillen. Überall wird diese Wunderseife angepriesen. Ist das die hier? Arpendil? Passeline? Achtung! Das Oberkommando Sahne. Hat eine Ausgangssperre erlassen. Französische Zivilisten haben in ihren Häusern zu bleiben. Eröffnen Sie das Feuer auf jeden, den Sie auf den Straßen antreffen. So, natürlich gibt es auch hier ziemlich viel Medizin und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal nach oben, bevor der Herr Beckendorf hier gleich wieder aufscheint. Ich mache mal eine kurze Schnellspeicherung, damit wir wissen, falls was passieren sollte, können wir hier wieder zurückladen.
So. Und ich glaube, da gibt es das eine oder andere zu entdecken, wie beispielsweise dieses Foto hier. Brave guys. Ein Foto der Resistance. Luc und Gérard im Mai 1939. Sie sehen glücklich aus, aber wahrscheinlich wussten sie sogar, was kommen würde. Ich frage mich, ob sie vorhatten, zur Resistance zu gehen oder fliehen wollten, aufgrund des schnellen Vorstoßes der Deutschen aber festsaßen. Welche Pläne sie auch immer hatten, seit Beginn des Krieges waren sie mittendrin. Das sind tapfere Männer. Und auch die, die mit den Veilchen zu tun haben, wo wir ja mittlerweile schon, naja, ich glaube zumindest rausgefunden haben, dass die Veilchen und die Gärtner eher ein Synonym für die Nazis sind. Die Gärtner sind die Nazis und die Veilchen, die gepflückt werden, heißt, die Nazis werden getötet. Hui, PZB 39 haben wir hier. Hallo, hallo, ein schönes MG, ziemlich laut. Aber mit dem können wir vielleicht das Boot da hinten kaputt schießen. Das wäre mal eine Idee. Gut, dass das da oben liegt. So, ich guck mal ganz kurz. So, die haben noch nichts mitbekommen. Wundert sich nicht, dass die jetzt auf einmal alleine unterwegs sind. So. Na nü. Okay, das Ding, das wir hier lesen konnten, habe ich anscheinend schon deaktiviert. Okay. Was hat es jetzt eigentlich mit diesen Coastal Defenses hier auf sich? Verteidigungsanlagen zerstören. In der Stadt gibt es eine versteckte Küstenbatterie der Nazis. Entlang der Küste gibt es einen Bunker der Nazis. Ach so? Interessant. Ein schönes kleines Zimmerlein. Genau, fahren wir weiter, ist eine gute Idee. Ich gehe auch mal weiter. So, lassen wir die mal vorbeiziehen. Jetzt sind die da locker 10-mal schon stehen geblieben. 10-mal waren Soldaten hier, und zwar 3 Stück. Beim 11. Mal ist plötzlich keiner da und niemand wundert es. Aber guck mal allein, wie schön die Türen verziert sind. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Auf jeder Tür eine Verzierung. Hab als erstes mal geglaubt, das ist dreckig, aber das ist eine Verzierung. Also wie detailreich das Ganze. Ich kann es nur immer wieder betonen. So, da fährt er vorbei. Und dann würde ich mal sagen, als nächstes holen wir uns gleich mal den Alarm da drüben. Damit da mal Ende ist. Deaktivieren. So, ich hoffe, das merkt keiner. Das wäre peinlich, wenn schon. Aber es kokelt ja nur. Ich hoffe wirklich, das merkt keiner. Es wäre sehr doof, wenn das jetzt wer merken würde. Hätten wir vielleicht nicht tun sollen. Und hier irgendwo so ein geheimer Bunker sein, oder wie? Guck mal, der komplette Strand befestigt, damit da ja kein Boot anlegen kann. Überall dieser, ich weiß ja nicht, wie man es nennt, das ist ja normalerweise für einen Panzer, damit da kein Panzer langkommt. Aber da auch überall diese Holzkonstruktionen, damit da überhaupt niemand anlegen kann, damit der Strand quasi gesichert ist. Aber da kann das eigene Boot eben auch nicht anlegen. So, ich gehe mal eine Runde. Ich hoffe mal, dass mit dem Alarm jetzt keine Auswirkungen auf später. Dass sie sich wundern, warum da plötzlich kein Alarm mehr ist. Das wäre sehr doof. Da vorne haben wir jemanden. Was ist denn da hinten schön? Das ist ein Raketenwerfer. Dieter Hollmut ist da. Nee, Homut. Ein Lehrer. Betrügt seine Frau mit einer einheimischen Kellnerin. Raketenwerfer für das Bötchen. Schön, 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 schön. Informationen aktualisiert. Laut den Daten von Aufklärungsflugzeugen wäre dies ein passender Einstiegspunkt für diese Mission. Ach, da hinten. Na gut, wenn die das sagen, dann bitte sehr. So, dann holen wir uns den mal. Der steht hier mutterseelenallein. Ich wollte mir den Schuss eigentlich gerade sparen, weil ich mir gedacht habe, der ist alleine hier unterwegs. Wenn wir den jetzt hier nicht lautlos killen können, dann weiß ich auch nicht. Aber dass er sich jetzt genau in diese Richtung dreht, habe ich nicht gedacht, muss ich zugeben. So, wo können wir den denn erstmal hinlegen? Eigentlich wurscht, weil hier ist ja eh keiner mehr weit und breit. So. Okay, da hinten ist ein Eintrittspunkt. Was müssen wir hier tun? Bei den Zelten vermute ich jetzt mal.
einmal das Feuer entfachen, kann ich mir vorstellen. Und dann können wir das auch gleich mal löschen. Und da hinten, wo wir gerade eben waren, gibt es auch einen Brief. Standort 4 von 4, die Stadtpromenade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wieder ein weiterer Punkt entdeckt. Also hier in der Stadt haben wir wirklich sehr viele Dokumente, sehr viele Sammelobjekte. 19 gibt es hier insgesamt. Bei jeder Mission gibt es 19. Und mittlerweile haben wir schon 13 oder 14 entdeckt. Ein weiteres Stück haben wir da oben. Das holen wir uns jetzt gleich. Und später mal, wenn wir den Herrn Beckendorf erledigt haben, wenn wir die Stadt hier mal erkundet haben, dann können wir uns das Boot auch holen. Raketenwerfer sind ja hier. Na, die Panzerfaust will ich nicht mitnehmen. Die bleibt da liegen. Das hier will ich mitnehmen. Nazis were closing in. Resistance must have had them pretty riled up. So, Ungeziefer im Garten. Marcel. Ich habe deine Adresse von einem gemeinsamen Freund namens Gérard erhalten. Er hat gesagt, ich sollte mich an dich wenden, falls er jemals in Gefangenschaft gerät. Die Boschs haben ihn vor 2 Tagen geschnappt und danach kam es überall in der Stadt zu Razzien. Zum Glück war ich nicht zu Hause. Diejenigen von uns, die fliehen konnten, verstecken sich im Delacour Landhaus westlich der Stadt. Allerdings wissen die Boschs wohl, dass wir hier sind. Ich höre, wie LKW durch das Tal fahren. Ich gebe diesen Brief einem Jungen, den ich kenne und der ihn nur an dich persönlich aushändigen soll. Bitte hilf uns, bevor es zu spät ist. Chantal Lefevre, glaube ich, heißt die. Ungeziefer im Garten. 13 von 19. 6 Objekte gibt's noch. Also auch hier wieder ein weiteres, das wir löschen können von der Karte. Den Alarm haben wir auch deaktiviert. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um diese Coastal Battery. Ist damit vielleicht eh das Ding da hinten gemeint, das Boot? Oder gibt's da wirklich irgendeinen Bunker, den wir noch nicht kennengelernt haben? Ich meine, es gibt ja da oben auch noch die ein oder anderen Soldaten. In diesem Bereich, das ist der einzige Bereich, den wir bisher noch nicht entdeckt haben. Da oben ist tatsächlich was Sprengladung platzieren. Sollten wir vielleicht auch erst später machen. Okay, die sind gerade ausgestiegen. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Entdecken sie, dass der Alarm demoliert wurde oder nicht? Ich denke mal, sie werden es nicht tun. Kommen wir da eigentlich irgendwie sonst noch nach oben? Ich glaube nicht. Okay, da warten wir lieber. So. Ich guck mal ganz kurz auf die Map, was uns da hinten erwarten wird. Wir haben ja einen Schlüssel. Marcel's Key. Oh. Lying in the Attic. Der ist tot, der Marcel. Dann haben wir eine SMG Workbench da hinten. Eine Crowbar. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Und noch ein bisschen was zum Lesen. Gibt's da hinten anscheinend auch. Also einiges. Und wenn wir das haben, dann gucken wir uns mal da hinten bei der Stadt um. Die letzten Gebäude, dieses Gebäude und gehen dann diesen Weg nach oben. Und wenn hier keiner mehr ist, dann haben wir das gesamte Gebiet hier geklärt. Und dann können wir uns um den Herrn Beckendorf kümmern. Um den Herrn Beckendorf, dann können wir uns um das Boot kümmern, dann können wir uns um das hier kümmern. Also dann können wir eigentlich ziemlich viel machen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch das hier. Also da sind wir schon in den letzten Metern dann fast schon. Ein bisschen was ist natürlich noch zu tun. Aber den Großteil, möchte ich fast sogar mal behaupten, haben wir schon erledigt. Niemand hat gemerkt, dass der Alarm deaktiviert wurde. Da raucht es einfach mal ein bisschen. Aber das interessiert niemanden. So. Warten wir mal, bis alle wieder in der Karre drin sind. Nächster Standort ist eh da oben, wo wir auch hinwollen. Boah, die raucht schon. Na, hallo, hallo, hallo. So. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben diese gesamte Stadt. Also ich würde mir sagen, 4/5 dieser gesamten Stadt schon eingenommen. Marcel finden, Karte öffnen. Da hinten, Marcel hat Informationen in seinem Resistance-Unterschlupf in der Stadt versteckt. Da ist übrigens der geheime Bunker, den wir noch betreten sollen. Das machen wir aber dann erst später, wenn wir hier hinkommen. Wenn wir da auch raufkommen. Kampfraum. Dass da als wer steht, habe ich nicht gedacht. Das ist Ludwig Reuss. Hat seinen jüngeren Bruder durch einen Hinterhalt der Resistance verloren und gönnt Partisanen daher keinen schnellen Tod. Wir ihm vielleicht schon, aber wir schlagen ihn erstmal bewusstlos.
ist ja eh der Einzige hier drin. Also der sollte ja überhaupt kein Problem sein für irgendetwas. Den werfen wir mal da hinten hin. Das sollte keiner merken. Durchsuchen ihn mal kurz. Nothing else. Was haben wir da? Ah! Strandverteidigung. Atlantikwall, Sektor, Cotentiens, was auch immer. 98765. Interessant. Das ist ein Bauplan. Je nachdem, wo die... Wie heißen denn diese X'e hier? Diese Panzerabwehrdinger normalerweise. Und auch, wo die anderen Dinger, die Holzdinger, hingestellt werden. Geheim. Hängt hier aus. Okay. Streng geheim also. Und wie kommen wir darauf? Ach so, durch die Leiter hier. Okay. Na gut, den Sprengsatz, den lassen wir nochmal. Da warten wir nochmal ab. So, wo kommen wir da hin? Anscheinend auch in einen feindlichen Unterschlupf. Kommt zu uns, die Panzerwaffe. Der Feind hört. Eine Abhörstation. Nanü. Da ist soweit keiner. Ich glaube, das ist einfach mal ein Zivilistengebäude gewesen. Das wurde jetzt hier umfunktioniert zu einer kleinen Art Basis. Es ist zwar keine große, es ist hier nicht wirklich was los. 1918 RSC haben wir hier. Hörreichweite minus 3 Meter. Kontrolle, Beweglichkeit ziemlich im Arsch. Zoom auch nicht so ganz. Leistung und Schussfolge dafür ein bisschen besser. Naja, ich glaube, da sind wir mit unserer Waffe eigentlich ganz gut bedient gerade. Vielleicht können wir ja hier schauen, ob wir da noch möglicherweise irgendjemanden entdecken können. Die entdecken auf jeden Fall schon mal uns. Da drüben im Fenster ist, glaube ich, jemand. Ne, das ist nur ein Krug. Wo sind die denn? Nanü? Wer entdeckt uns denn hier? Ich sehe ja da gar keinen. Auf jeden Fall kommt man hier direkt nach oben. Hier sollte theoretisch gleich einer stehen irgendwo. So. Was haben wir da? Das kennen wir alle schon. Versenkt, das kennen wir noch nicht. Ein amerikanisches Boot versenkt durch die deutschen U-Boote, die deutsche Kriegsmarine. Mhm. Eins von den Booten werden wir jetzt gleich holen. Avis public, couvre-feu, jusqu'à nouvel ordre, interdiction de circuler dans la limite de la commune. Achso, das ist die Ausgangssperre, okay. So. Irgendwo hier, da oben. Hat das wer gehört? Ich denke nicht. Ich wollte es zwar nicht so lösen, aber es ging gerade nicht anders. Der hat mich zu schnell entdeckt. Charcuterie, Butcherie, eine Fleischerei und Schlachterei anscheinend auch. Wo würden wir hier hinkommen? Ich glaube, das kennen wir ja schon. Abby und Hilda. Es ist ein Gang nach unten dort, wo wir eh schon waren. Können wir uns vielleicht nochmal ganz kurz anschauen, aber ich würde ganz gerne den erstmal hier aus der Sichtweite bringen. Nicht, dass da jetzt irgendjemand glaubt, der muss ihn entdecken oder sowas. Das wäre ja ziemlich doof. Wobei ist die Frage, ob den hier überhaupt irgendjemand entdecken kann. Naja, da braucht nur ein Doofer vorbeikommen. Und an den falschen Stellen schauen. Die sind wieder losgefahren. Werfen wir den vielleicht doch lieber mal da runter. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Na gut, dann haben wir das Ganze ja damals eh schon gesehen. So, und auch er bleibt natürlich da oben jetzt wieder stehen, ganz klar.
Ja, mach mal die Augen auf. Gute Idee. Kann nicht schaden auf jeden Fall. So, wir gehen einfach mal von unten weiter, weil da ist ja eh keiner mehr. So. Freunde, wir nähern uns unserem Ziel. Da oben steht jemand. Das ist Meinrad Graf. Ist bei Äpfeln auch die Kerne? Bleh. Und zwei weitere Soldaten sind es anscheinend noch. Ach, die gehen da ins Haus rein. Guck mal einer an. Da ist einer. Das ist Lorenz Heinrich, hat eine Tochter in der Heimat, die er noch nie getroffen hat. Und anscheinend noch nie treffen wird. Na gut, wir töten ihn ja nicht, wir hauen ihn ja nur bewusstlos. Und ich hoffe mal, das hat jetzt kein großes Nachspiel. Wo kommt der denn hin, bitteschön? Vielleicht... hier. Sollte ja keiner merken, da hinten theoretisch. Oh, guck mal, was für eine schöne Schaukel hier. Da ist der letzte, den wir brauchen. Und das ist Kilian Fischer. Sein wertvollster Besitz ist ein von Hitler gemaltes Gemälde. Ja, wäre nur damals auf die Kunstschule gegangen. So, da ist die Crowbar, die brauchen wir nicht mehr. Oh! Wir haben ein leises Rauschen im Hintergrund. Was ist denn da auf einmal los? Climbing those vines could get me into the attic. I'd better hurry. Don't know how long Marcel's got. Na, warte mal, die anderen zwei holen wir uns jetzt auch nochmal, die hier ihr Unwesen treiben. So, kommt der raus? Der kommt raus. So, wo geht er jetzt hin? Oder bleibt er da stehen? Er geht woanders hin. So, sollte keiner merken. Zack. So. Und sicher ist sicher. Lieber mal hier hinlegen. So. Zeichen der Resistance. Wir sind hier richtig. Ah. Schöne Musik. Ich wollte damals schon probieren, was mit dem Plattenspieler passiert. Habe ich natürlich wieder vergessen. Jetzt wissen wir es. Da haben wir Briefe. Die Boschs. Haben wir ja gerade eben schon mal was davon gelesen bei Ungeziefer im Garten. Benachrichtige Blue Viper. Marcel, die Boschs sind in großer Zahl unterwegs. Sie gehen von Haus zu Haus, zerren die Leute auf die Straße und erschießen sie, weil sie angeblich bei der Resistance sind. Sie töten einfach wahllos. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Da muss Blue Viper sagen, dass sie... Und da war die Zeit leider schon zu Ende. So, der letzte Soldat geht gerade nach oben. Gucken wir uns mal in der Küche um. Das Brot ist noch ziemlich frisch. Da sollten wir uns ja glatt einstecken. Wir haben ja eh noch nichts gegessen. Wir haben irgendwie so ein kleines Rauschen hier. Es könnte sein, dass das durch den Plattenspieler möglicherweise kommt. Weil schießen tut da definitiv keiner mehr. Oh. So. Resistance documents have got to be in here. Charlie said the safe is under the floorboards. Na, holen wir uns erstmal den letzten hier, damit da mal Ende im Gelände ist. Should keep them quiet for a while. Mal gucken, wo wir mit dem da hinkommen können.
Die gehen ja hier sowieso nicht rein. Aber sicher ist sicher. Hauen wir immer hier gegen die Wand. Passt schon. Okay, dann gucken wir uns nochmal... Na nö. Dann gucken wir uns nochmal ein bisschen hier im Unterschlupf um von der Resistance von Marcel. Dass wir ihn hier lebend finden, damit habe ich ja schon ziemlich abgeschlossen. Das wird ja safe sein. Und der soll ja anscheinend am Dachboden zu finden sein. Cycliste de France. Da ist das Fahrrad. Da unten treibt gerade wieder der Herr Beckendorf sein Unwesen. Eine Blutspur führt auf den Dachboden. Das ist eine gute Frage, wie wir darauf kommen können. So, da sind noch zahlreiche Bücher, keine benutzbaren Gegenstände hier drin. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, die Band hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Wir machen mal eine kleine Folgenpause, sehen uns wieder in der nächsten Runde und suchen dann hier im Haus nach Marcel. Dass er nicht mehr lebt, das haben wir ja mittlerweile schon rausgefunden, aber wo er ist, wie wir da oben raufkommen zum Dachboden, das müssen wir rausfinden in der nächsten Folge. Wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir hier mal zurückgehen und dieses Häuschen hier noch mitnehmen. Dann mal da nach oben, schauen, ob wir alles mitgenommen haben, ob jeder ruhig ist, ob noch irgendjemand lebt oder nicht. Was haben wir da? Ich glaube, das ist nur irgendeine komische Maschine oder irgendein Laster. Und dann holen wir uns einerseits natürlich die Verteidigungsanlagen, andererseits natürlich den Herrn Beckendorf und das Schiff, das da draußen sein Unwesen treibt. Also in der nächsten Folge, die wird hochexplosiv werden. Da haben wir einiges zu tun. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.